Bei einem langen Stream muss man sich ja auch mal was gönnen. Okay, wir machen Party-Modus, nicht Abenteuer-Modus, sondern wir machen Party-Modus. Schreibt mal alle jetzt rein, alle die mitentscheiden wollen, schreiben jetzt einfach rein, welche Maps sie wollen und ich gucke dann, wo mehr kommen. DK, DK, DK. Okay, drei Leute sagen DK, dann nehmen wir DK. 15 Runden. Computerstärke. Ich kann nicht auf Extrem machen. Ich wollte Extrem machen. Okay, passt. Ich erinnere mich einfach an die Map. Ah! 9. Ich bin halt der beste Mario Party Spieler, den es gibt. Die Party beginnt. Boom! Oh, Bro, was für eins! Den Scheiß. Ja. Mann, Tor, Luigi. Ciao. Nein. Ich bin halt der beste Mario Party Spieler, den es gibt. Ja, geiles Game. So. Endlich mal ein Fehler-Game. Endlich. Ich werde das Game richtig zerstören. Konfett. Was? Kornfeldschnipsel? Habale. Boom! Gewonnen! An das Game ähnlich wie sogar das. Eigentlich ein cooles Game. 12 Sekunden später. 2. Na. Du verlierst eine Hälfte Münzen, verkackt. Als Maulspitzenreiter, also du reitest gleich meine Spitze. Ich meine, so war das nicht gemeint. Ich bin einfach zu gut, das ist das Problem, Cookie. Die wirken halt extrem schwach. Ja, aber liegt halt einfach nur daran, weil ich so extrem stark wirke. Bam! Ja, man ist klar, Harald. Hör mal auf, mich zu verarschen. So, was meine ich? 2 Meter in 1 gewürfelt. Das ist einfach so ein Dreck, ne, manchmal. Die tun einfach so, dieses Game will einfach mir so viele Steine in den Weg legen, wie es geht. Damit ich einfach nicht gewinne. Aber ich bin zu stark, die können mich nicht einfach so besiegen. Der kriegt einfach zweimal Dingens jetzt. Nein, nichts verdient. Ich bin einfach gut. Das Game macht extra immer so eine Scheiße. Immer, 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 immer. Bei GameCube war das ganz genau, genau das Gleiche. Einfach 1 zu 1 und die bekommen so klasse Items. Ohne Scheiß. Es wird einfach nicht besser. Es wird immer schlimmer. Das Game, das sagt nicht jetzt, oh shit, gleich werde ich erwischt. Ich habe ein Bewusstsein. Ich lebe. Ich entscheide, dass ich da keinen Bock habe auf den. So, weißt du? Die laufen einfach perfekt. Ja, und jetzt wetten wir, ich habe wieder Arschkarte. Wetten? Wetten, ich habe jetzt wieder Arschkarte. Kellerspüler-Trio. Trio. Okay, nice. Bewegen, springen. Ja, alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Ich hab verkackt. Ja, vorbei. Ich bin halt der beste Mario Party Spieler, den es gibt. Wir haben verloren. Mario packt das nicht. Mario ist einfach Kacke. Der macht einfach jetzt Kacke einfach. Der lässt sich jetzt noch treffen. In den letzten Sekunden. War klar, war klar. War sowas von klar. Das Game will nicht, dass ich irgendwie Punkte bekomme. Runde 58, die Hälfte ist um. Und er gönnt mir einfach nichts. Ich kann mir nicht mal einen Stern mehr holen. Und ich würfel immer noch nur 1.
immer noch nur eins. Garagengleiter, ja, geil, mein Lieblingsgame. Mach ich immer, jeden Tag. Was ist das? Ich spiele richtig gut. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich werde jetzt eine Runde noch machen. Bro, das ist die fünfte Runde, dass ich eins würfel. Und insgesamt die zehnte, glaube ich. Obwohl wir nur neun hatten. Die finalen fünf. Ja, dann erzähl mal. Gönnen wir mal Münzen. Perfekt. Damit habe ich auf einen Schlag 4 Münzen. Das heißt, ich kann gar nicht mehr verlieren. Das gilt für alle. Soll ich einfach gehen? Einfach gehen, das Spiel läuft doch ohne mich. Du hast Mario doch mehr geholfen als mir. Du hast Mario mehr... Und jetzt Bowser fällt. Das Game, der übertreibt einfach. Ausreichend macht gleich. Das ist doch gut. Ja, Mann. Jetzt hilft er mir. Endlich mal. Jetzt kommen wir langsam wieder ins Flattern hier. Bam, 41 Münzen. Das heißt, ich bin jetzt am weitesten. Und jetzt verliere ich 10 Münzen. Fuck you. Fuck you, Mario. Eile im Eisfach. Komm, Mario. Komm, Mario. Schön. Geschafft. Easy. Es war kacke, dass ich mit Mario war, das stimmt. Und ich hasse ihn immer noch. Aber ich hasse die anderen beiden auch. Ich hasse einfach alle von denen gerade. Alle. Ich werde gewinnen. Ich werde sowas von gewinnen. Ich werde die richtig zerstören. Ein Kampfminispiel. Alle müssen. Da haben wir so 24 Münzen. Ja, Mario hört natürlich keine. Bro, ich muss jetzt gewinnen. Ich muss gewinnen und die dann zerstören. So, Friends. So geht's nämlich. 50 Münzen. Let's go. Und jetzt gehe ich da nochmal hoch und sammle Sterne des Grauens ein. Sterne des Grounds. Boom. Rechne mal aus. Mach mal 70 geteilt durch 5. Wie viele Sterne sind denn das? 3. Okay. Mein Zug. Triple Würfel. 1. 2. Bam. 19. Das war sogar schon. Es ist vorbei. Ich werde gesiegt haben. Nein! Aua! Meine Hand! Ja, halt's Maul, Alter. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ich das einfach gleich nicht schaffen werde. Komm mal rüber. Geh rüber. Boah, Junge, du bist auf extrem! Wie schlecht bist du? Die ist so kacke. Ist das links? Komm rüber! Ich check nicht, wieso ist sie so dumm? Die anderen haben einfach gewonnen. Wieso sind die so dumm? Die ist auf schwer eingestellt. Die sieht so, ja, auf meiner Seite das Ding. Die kommt einfach nicht rüber. Bro, ich hab einfach verkackt jetzt deswegen. Einfach, weil das Game gönnt einfach gar nichts. Letzte Runde. Danke. Oh mein Gott, danke. Danke, Game. Aber ich... Warte. Ich bedanke mich nicht zu früh. Gleich kommt noch irgendwas. Gleich passiert noch irgendwas. Ja. 11 Sterne, bitte. Let's fucking go. Jetzt nur keine Kacke mehr. Keine Kacke. 1 Stern. Zieh ich dem ab. Ging gar nicht. Ganz gemacht, ging nicht. Egal, kannst einen Stern haben. Juckt mich nicht. Ich hab gewonnen, Bro. Es ist vorbei.
Bam. Wer hat die meisten Münzen? Ich. Nicht. Aber ich habe mehr Münzen als Mario. Er kann nicht mehr gewinnen. Ich habe gewonnen. Es geht nicht mehr. Schauen wir das Ergebnis an. Zuerst die Bonus, die drei Bonussterne tatsächlich. Der Trickstern, Minispielstern, Wanderstern. Ich bekomme einen Minispielstern. Trickstern. An wen geht der? Nicht an mich. Wirklich? Dein Ernst, Bro? Dein Ernst? Ich bin der Superstar. Ich hab's euch gesagt. Ich werde gewinnen. Und ich hab gewonnen. Umut, sowohl ein schlechter Verlierer als auch ein schlechter Gewinner. Nein! Ich bin einfach der Superstar. Da. Ich habe einfach gezockt und ich habe gewonnen. Einfach mein Bestes gegeben. Ich habe mich zurückgekämpft. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde kämpfen und gewinnen. Ab und zu aufregen kann man machen, so, ne? Aber ich habe gesagt, ich werde gewinnen. Das ist genau das Gleiche, ist bei GameCube auch passiert. Das ist kein Zufall. Alle Mario Party Games versuchen, mir Steine in den Weg zu legen, aber ich gewinne am Ende trotzdem, weil meine Macht zu groß ist. Ich kann nicht verlieren. Ich bin zu gut. So, aber meine lieben Damen und Herren. Wir haben damit Mario Party beendet und gehen auf das nächste Game zu.